Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit God of War Ragnarök. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir machen weiter und schauen doch mal, wie wir jetzt hier noch die Höhle befreien können. Ey, das war gut. Der Schuss war sehr gut. Ich wusste gar nicht, dass es direkt auch Schaden macht bei den Gegnern. So. Und man muss ja sagen, wir haben jetzt wirklich gutes Zeug. Oh, alles klar. Der wurde jetzt gerade erst aktiviert. Darf ich ihn jetzt? Okay, jetzt darf ich ihn treffen. Rauf da, Mädel! Was ich sagen wollte, wir haben ja bisher richtig gutes Zeug mit ihm gefunden, Mann. Bin mal sehr gespannt, ob wir da irgendwas Geiles dann machen können, sobald wir endlich wieder bei Kratos zurück sind. Das hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt, also wie gesagt, ich finde den Abschnitt hier gar nicht, also ich finde ihn gut so, aber je länger wir hier sind, desto länger sind wir von Kratos weg. Und ich will Kratos spielen. Ich will lieber mit Kratos unterwegs sein, als mit ihr. Das ist nun mal so, einfach. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ist aber so. Kratos ist einfach cooler als sie. Ist doch mal so. Heißt aber nicht, dass es hier langweilig ist oder sowas, aber. Ja. Heißt es einfach nicht. Aber ich bin trotzdem gespannt, was hier noch so passiert. Hey! Oh! Okay. Mein Drecksviecher, ey. Und ich merke währenddessen, das muss ich auch mal sagen, einfach nur meine Gedanken so. Ich merke währenddessen, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ein komplettes God of War ohne Kratos, würde ich nicht feiern. Das merke ich. Das merke ich in diesem Abschnitt. Ich mag Atreus sehr, sehr gerne. Ja, aber ich will nicht ein God of War ohne Kratos. Das geht einfach nicht. Das geht nicht. Das werden sie auch nicht machen. Ich bin immer noch der Meinung, Kratos wird nicht sterben. Er wird nicht sterben. Und es wird mit Kratos weitergehen. Es wird auf jeden Fall ein weiterer Teil geben. Es wird einen weiteren Teil geben, mein Gott. 100%. Und wie gesagt, meine Vermutung, das hatte ich auch schon vor etlich vorhin gesagt. Meine Vermutung ist Ägypten. Und wenn Ägypten durch ist, dann gerne Japan. Oder China. China. Oder China. Aber das nächste wird 100% Ägypten sein. Und ich könnte mir sogar, sehr ehrlich gesagt, könnte ich mir sogar vorstellen, dass nicht Kratos stirbt, sondern Atreus. Ganz ehrlich, meine Gedanken, keine Ahnung. Am liebsten würde ich das haben, dass beide nicht sterben. Aber beide gemeinsam. Sag mal, ist hier irgendwo ein. Achso, ein Nest? Hat sie gesagt? Sorry, ich habe da Dinge selber gerade gelabert. Das Nest ist hier direkt in der Nähe, okay. Deswegen kommen die ganze Zeit Monster of Nowhere. Okay. So. Okay. Das sind nicht mehr viele. Wie gesagt, ich habe selber gelabert. Wo bin ich stehen geblieben bei meinem. Wie gesagt, ich könnte mir eher vorstellen, dass Atreus stirbt. Ich will es aber nicht. Ich will, dass die beiden gemeinsam Odin und Thor platt machen. Oder zumindest ist Odin. Wer weiß, was Odin. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es ist auch schwer einzuschätzen. Jetzt auch mein Gedanke, da gehen mir jetzt auch so bei den ganzen Rändern von den Videos und so weiter. Das waren ja etliche Videos. Dann gucke ich mir immer so ein bisschen das auch an und denke mir so, okay. Jetzt mal auch weitere Gedanken, wa? Wie ist es eigentlich? Ich habe eine Idee. Und wenn du mit mir kommst, nach Midgard, in die anderen Welten, irgendwo hin. Das ist keine so gute Idee. Die Tiere brauchen mich, aber ist lieb, dass du fragst. Ja, nimm doch die Tiere mit. Dann kommt doch alle mit. Ein Wanderzirkus, was geht? Mein Gedanke. Hört euch das an. Weil mein Eindruck vom Thor zum Beispiel ist gar nicht so, dass er grundsätzlich böse ist. Man kann doch verstehen, dass Thor Kratos platt machen wollte und einfach nur Blutzoll, wie er gesagt hat. Oder diese, ja, Blut, nicht Blutgeld, sondern Blutzoll, ihr wisst schon. Für die Ermordung seiner Kinder. Das kann man 100% verstehen. Heißt nicht, dass er ein super Kerl ist und so weiter, aber dass er kommt und uns kaputt schlagen will, das kann man ja verstehen. Wir haben seine Kinder getötet und seinen Bruder. Dass er sauer ist, kann man 100% verstehen, aber so grundsätzlich böse oder mysteriös oder so gemeine Geschichten hat man nicht so viele zumindest gehört wie über Odin. Dass er jetzt nicht unbedingt der beste Typ ist, so toll, das glaube ich jetzt auch nicht, aber ich schätze schon Odin deutlich böser und intriganter ein als Thor selbst. Und wer weiß, dass vielleicht ist Thor gar nicht so der Böse. Vielleicht ist er gar nicht so der Böse. Vielleicht kämpft er. Nein, das wäre ja zu krass, glaube ich. Könntet ihr euch vorstellen, dass Kratos und Thor gemeinsam kämpfen? Das wäre mega krass. Boah, das wäre so krass.
Das wäre so krass. Dann wechseln sie gegenseitig die Waffen und so weiter. Wie bei Avengers Endgame. Dass Kratos plötzlich Mjölnir schwingt wie Captain America. Das wäre übelst krass. Das wäre so geil, Alter. Hey, zur Seite mit euch. Aber versteht ihr, was ich meine? Ich habe irgendwie nicht den Eindruck, dass... ja, das Tor irgendwie so grundsätzlich böse ist. Vor allem, er hat ja Kratos sogar getötet. Ja? Er hat ihn getötet und dann einfach direkt wiederbelebt. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt ist es gut. Jetzt ist es gut, ich gehe einfach. Ja, wisst ihr? Also, ja. Das, der Gedanke kam mir auch so. Aber das ist, ja, wie das Thema hatten wir ja schon. Ist bestimmt zu lang, weil ich ja auch eure Meinung zu schreiben, oder? Aber ich würde mich freuen. Ey, ich würde mich freuen. Gehen wir zurück. Aber es ist ja leider so, dass relativ wenige immer zu den ganzen Geschehnissen schreiben. Obwohl ich mich sehr darüber freuen würde, wenn ihr einfach mehr schreiben würdet zu dem Thema, was das Spiel betrifft und so. Ich würde mich ja darüber freuen, das ist ja der Punkt immer. Aber anscheinend muss man da immer so ein bisschen rumtricksen, damit man irgendwelche Kommentare aus euch rauskitzelt, oder? Muss das sein? Nein, muss doch nicht sein. Ich würde mich freuen, wie gesagt. Aber ja, das sind so meine Gedankengänge. Könnt ihr ja gerne mal mitdiskutieren. Ich finde diese Gedankenspiele, gerade über dieses Thema, finde ich sehr interessant, sehr interessant. Ich bin sehr gespannt, was jetzt abgeht. Und das ist auch ein weiterer Punkt. Das Gebiet ist schön, ich muss es immer wieder betonen, weil es gibt ja irgendwelche Dullis immer, die es immer dann falsch verstehen. Das macht dir Spaß, mit ihr unterwegs zu sein. Aber storymäßig passiert relativ wenig, obwohl es Hauptstory ist, genauso wie bei Alfheim. Das sind beides Gebiete, die 100% zur Hauptstory gehören, aber da ist wenig passiert, wenig passiert. Und das habe ich ja mitbekommen, dass einige das Problem hatten bei dem letzten God of War, dass sie gesagt haben, so der Mittelteil ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen zäher so als der Anfang und das Ende. Das hatte ich irgendwie nicht das Gefühl. Ich fand es alles durchgehend interessant und unterhaltsam, genauso wie hier. Ja, wie beim God of War Ragnarök, aber so ein bisschen mehr Story, bisschen mehr Bombast. Gerade nach so dem Anfang würde ich mir jetzt aktuell schon wünschen, so langsam, weil wie gesagt, die letzten 2-3 Stunden ist relativ wenig passiert. Für das Große und Ganze. Nee, versteht, was ich meine. Trotzdem ist es geil. Trotzdem macht es Spaß. Aber wie gesagt. Ja, das sieht so ohne Scheiß, ich kann es nur immer wieder wiederholen. Ihre Angriffe mit der Farbe, mit diesem Farbpulver, das sieht so nice aus. Rage! Bin ja mal auch gespannt, was Kratos sagen wird, wenn Atreus das plötzlich kontrollieren kann, sich in Tiere zu verwandeln. Was ich, wie gesagt, immer noch nicht ganz verstanden habe, warum er es plötzlich kann. Nachdem er außersehen sich verwandelt hat, in der nächsten Sekunde kann er es sofort kontrollieren, so mäßig. Halt! Also beim nächsten Mal konnte er es halb kontrollieren und dann wiederum beim nächsten Mal kann er es ganz kontrollieren. Naja. Zack! Junge! Harry Potter wäre stolz auf mich! Hatte eigentlich jemand bei Harry Potter... 100%, aber wer hatte bei Harry Potter einen Steinbock als Patronus? Dieser Move ist so geil. Ui! Geil. Okay. Schön weggedreht, einfach die Sau. Alles gut? Ja. Und du? Hauen wir hier ab. Das hört sich sehr gut an. Ich sag ja, wenn ich das so machen würde, dann würden mich alle auslachen. Was ist das denn hier? Verlangsamen sie die Zeit und schießen sie dreifach. Nee. Nee, da sind wir uns einig. Nee. Nee. Verlangsamen die Zeit. Nee, langweilig. Ab nach Hause. Ich dachte, wenn ich mein Schicksal kenne, verändert mich das. Aber ich bin immer noch ich. War das bei dir auch so? Du wirst immer derselbe bleiben, Loki. Es geht darum, sich damit abzufinden. Und du hast dich damit abgefunden? Das dachte ich. Derselbe Weg? Nee, um die Senke herum. Das geht schneller. Noch eine Frage an euch. Ich frage mich das auch die ganze Zeit, das habe ich jetzt gar nicht angesprochen. Woher kennt man ihre Stimme? Ich habe jetzt gerade ganz kurz so den Flashback gehabt. Ist sie die Stimme aus Miles Morales, von dieser alten, wo sehr viele Leute genervt waren von der Stimme? Aber sie redet halt hier nur normal, nicht wie bei Miles Morales Spider-Man. So
auf super cool. Irgendwie so die Stimmfarbe, Stimmklang klingt so ein bisschen nach ihr. Ist sie das vielleicht sogar? Nur, dass sie halt normal redet und nicht so, yeah, ey, Miles, komm, lass mal da rübergehen, da am Haus und so. Und hier halt normal. So. Ist sie das vielleicht sogar? Ich überlege die ganze Zeit, woher kenne ich die Stimme? Ja. Vielleicht wisst ihr das ja. Vielleicht ist sie das sogar. Oh, das wollte ich fragen. Deine Mutter hatte Vision. Sehen alle Riesen die Zukunft? Manche. Ein Traum. Hey, oh, scheint ihr nicht, oder? Ach, genau. Ich habe von Thor geträumt. Thor? Und es wurde wahr. Er kam zu unserem Haus. Echt? Jetzt? Klingt ja wie ein Albtraum. Ja. Schon. Was ist das? Glühwürmchen? Sind die gefährlich? Sind die gefährlich? Du bist ja süß. Oh, du bist süß. Hast du gehört? Wie hübsch. Ja. Wie hübsch? Ja, wie du. Hm. Kleiner Herzensbrecher. Man muss auch immer wieder loben, die Musik. Ne? Die muss man auch immer wieder loben, finde ich. So schön. Gerade rechtzeitig. Wofür? Oh, wow. Ich weiß, es war seltsam. Mehr als einmal. Aber ich fand das schön. Ich auch. Ja, das sieht schon schön aus. Wie so ein magischer Herbstwald, oder? So ein bisschen. Ach ja. Da ich nun den Weg hierher kenne, könnte ich jederzeit wiederkommen, oder? Wann? Weiß nicht. Wenn alles vorbei ist. Also, Ragnarök? Ja. Ja. Da habe ich noch nichts vor. Na komm, du schaffst das. Was ist hier oben? Eine Abkürzung. Braves Mädchen. Du schaffst das, Jatla. Ich glaub an dich. Gönn dir, Jatla, eine Pause. Das war übrigens ernst gemeint. Wirklich. Über deine Bilder. Sie sind wirklich gut. Willst du mich aufmuntern? Ja. Funktioniert es? Frag mich noch mal in... Wurde auch Zeit. Oh nein. Helft ihm doch, Mensch! Was zum... Halt's mal. Bin spät zum Jammern. Ist das so ein Waldgeist oder was? Wo ist Geralt? Geralt von Riva, der wird das klären können. Verdammt. Wer war das? Grilla. Sie. Nein. Nein. Kann es irgendeine Verwandte sein, die sich in ein Tier verwandelt oder so? Nee. Was ist los mit ihm? Ich kann nichts fühlen. Es gibt nichts zu fühlen. Grilla hat seine Seele weggeflüstert. Weißt du, wo sie wohnt? Was hast du denn vor? Ich habe schon genug Wölfe begraben. Folge mir. Und cooler Move, den Wolf da einfach ohne Hilfe verrecken zu lassen. Ganz uncooler Move, Alter. Direkt noch unsympathischer. Oh, Scheiß. Hier ist noch eine. Was soll das, Alter? Warum sind die nicht direkt draufgegangen? Nein, das ist Note, einer der Rudelältesten.
pass auf! Diese Wesen sind schnell! Verstanden. Wir haben doch schon gekämpft, ich mach das! Ey, Freunde, was soll denn das? Der arme Wolf, Alter, wie der weggezogen wurde. Vor allem Atreus lässt sich von ihr sofort beruhigen, weißt du? Junge, was ist mit dir los, Alter? Die Hormone, es sind die Hormone! Also ihr Angriff mit dem Falken ist schon mega geil, ne? Das kann halt jetzt wirklich, also nee, komm, scheiße. Das arme Tier, Alter, ist da, nee, da ist vorbei, da ist vorbei, da ist vorbei. Da ist der Spaß vorbei. Oder? Jetzt mal ernsthaft. Vor allem danach den Spruch da bringen. Ja, ich hab schon so genügend Wölfe, Wölfe begraben und so weiter. Ja, aber dem hast du nicht geholfen. Komm mir doch ganz klar gerade an. Sau, du, Falls wir Grilla begegnen, halte dich bitte zurück. Warum? Sie ist meine Großmutter. Ich wusste es. Was? Sie war nicht immer so. Als sie erfuhr, dass mein Vater nichts tun würde, um sein Schicksal abzuwenden. Verstehe. Ich wusste es. Habe ich nicht gerade noch gesagt? Grilla ist Ankh-Brodas Großmutter. Normalerweise hätte ich mich unheimlich gefreut, einen der wenigen anderen verbleibenden Riesen zu treffen, aber die Beziehung zwischen ihr und Ankh-Broda ist angespannt, gelinde gesagt. Nicht auf diese Weise, wie es bei Vater und mir vor unserer Reise war, aber es klingt, als hätte Grilla irgendwas getan, das Ankh-Broda verletzt hat. Sie sagte, Grilla hätte sich verändert, nachdem Ankh-Brodas Vater sich weigerte, sein Schicksal herauszufordern. Zuvor sahen wir ein seelenloses Tier. Stiehlt sie etwa die Seelen von Lebewesen? Die hatten wir schon, ne? Die hatten wir auch schon. Das haben wir auch schon, ne? Freya? Ja. Trotzdem, Alter. Deswegen wollte sie natürlich nicht, dass einer angreift, aber wie kannst du das denn? Ey, das geht doch nicht, Mann. Das geht doch nicht. Kennt ihr noch diesen TV-Detail-Nippel? Das geht doch nicht. Was hat sie gesagt? Hat nicht zugehört, ja. Okay, das Ende im Gelände. Die sieht mega cool aus, irgendwie. Tja. Siehst du irgendwas auf der anderen Seite? Ich gucke. Ja, so einen habe ich schon alleine bekämpft, wo du nur zugeschaut hast. Und angeblich nach Jatla geguckt hast. Ich bin da. Komm raus aus dem Loch! Der nur auf mich geht, ey. Junge, das ist so geil. Ich drücke die ganze Zeit L1. Er macht es einfach nicht. Oh, das kam aus dem Nichts jetzt. Oh. Ach, das war mein Stein? Hatte ich mir einen gekauft für ihn? Oder zählt der, den ich für Kratzer gekauft habe, auch für ihn? Oh Gott, wirklich? Oh Gott, war schon noch cool. Jetzt reicht's aber hier. Ja, Junge. Ich bin Sorbulos, Junge. Du. Der alle echt okay? Was willst du von mir? Lebten hier viele Riesen? Wie lange? Du fragst wegen deiner Mutter. Vor meiner Geburt lebte sie ein ganzes Leben, von dem ich überhaupt nichts weiß. Tut
mir leid. Ich weiß nichts über sie. Deine Mutter verließ die Riesen lange, bevor ich zur Welt kam. Was sind das hier für Käfige? Was soll das hier alles? Ich überlege gerade, wie dieses eine Spiel hieß, wo du so einen Wolf, ich glaube, das war ein Wolf, war das ein Wolf oder ein Hund, gesteuert hast? Plus so einen Typen in so einem Shooter-Game. Dread, irgendwie Dead by Daylight, das nicht. Das ist ja ein ganz anderes Spiel. Das ist irgendwie so ein Shooter-Spiel, wo du so einen Typen spielst und der wird so begleitet von so einem Wolf oder so einem Wolfshund oder irgendwas. Ich überlege die ganze Zeit. Scheiße, ich weiß nicht, warum. Ich gerade so überlegt habe, wann habe ich das letzte Mal einen Wolf gespielt? Na klar, Geralt, der allerechte. Von der Wolfsschule. Hallo, Geralt Wallow von der Wolfsschule, dann laber ich hier wieder Scheiße. Lauter, los! Das ist Grilas Heim. Kein Licht. Vielleicht sieht sie nach ihren Fallen. Guckt euch das hier schon wieder an. Mehr Tiere sein. Dann lieber schnell. Das ist halt auch so. Ich weiß nicht, die ganzen Umgebungen, weißt du, die ganzen Gebiete, die strotzen so voller Liebe zum Detail, wa? Also. Da kann man kann es schon, wenn man das Spiel jetzt hier spielt, kann man schon verstehen, warum die 4 Jahre gebraucht haben. Ne? Also, ja. Vielleicht spielen wir dann das nächste. Ne, das nächste God of War dann auf der PS6 oder was? Ja, weiß ja. Wir werden sehen. Ja, das sieht irgendwie so aus, als wenn man da durch kann, aber anscheinend nicht. Riesige Fässer, ey, geil. Einfach geil. Da oben ist noch ein Eingang. Wir müssen einen Weg dorthin finden. Ja. Auf der anderen Seite ist ein Weg hoch, aber ich komme nicht rüber. Ach, das kannst du nicht, oder was? Hm. Hey. Muss ich mit dir springen oder was? Oder was will sie jetzt? Siehst du einen anderen Weg hoch für mich? Ich dachte, du kannst so krass klettern und springen und super krass sein und so. Nee, gerade nicht. Ich muss erstmal gucken. Ich dachte, hier irgendwie was runterballern oder sowas, aber sieht nicht so aus. Ich stehe schon wieder. Ah, da. Ah, okay. Galva! Wollte gerade sagen, ja. Irgendwas runterballern. Ich glaube. Einen Weg nach oben. Also logisch gesehen macht es natürlich also, wenig Sinn, dass sie da Kayla, nicht überspringen konnte. Wozu braucht sie denn überhaupt hier Seelen? Sie kann Momente aus deren Leben erleben, sich endlich frei fühlen. Der Wind in ihrem Fell beim Rennen, sich nur darum sorgen, was sie jagen und wo sie schlafen soll. Aber es ist nicht echt. Oh. Machst du mir den Weg jetzt mal lang frei oder? Kein Bock? Ja, ich warte. Hallo? Ah, okay, das war ein Bug. Schon wieder ein Bug. Also langsam wirklich, also langsam kann man das Spiel wirklich in die Tonne treten. Das ist. Das ist wirklich. Fragt man sich, wie man das Spiel durchwegen konnte, ne? Soll ich mal ein Beispiel nehmen an Gotham Knights oder sowas? Das kommt fertig auf den Markt wenigstens. Ah, komm mal hier. Komm mal hier hoch? Ja, tatsächlich. Ey, so geil, ey, so geil. Aber ich frage mich, was soll das jetzt hier sein? Das ist doch irgendwie, weißt du, was soll das hier sein? Das ist doch irgendwie, ist das hier eingestürzt oder sowas? Weil wenn das jetzt so eine Vase ist für einen Riesen, oder so eine Schüssel für einen Riesen, weißt du, hier das zum Beispiel. Der kann doch gar nicht stehen, weißt du? Also, ich versuche gerade irgendwie so die Größenverhältnisse einzuschätzen, so wie groß so ein wirklich ein Riese ist. So ein richtiger Riese. Weil irgendwie habe ich gerade. Wow, ist das alles riesig. Ja. Wo ist der Wolf? Da drüben ist eine Tür zum Keller.
Vielleicht hält sie genau das. Dort unten. Genau das wollte ich gerade ansprechen. Das, ich lieb das. Ich. Ich hab das auf meinem Zweitkanal, der Souls Gaming übrigens, könnt ihr mir gerne mal folgen, wenn ihr Bock habt. Habe ich das kleine Indie-Game Tinykin gespielt. Da bist du auch ein ganz kleines Männchen. In der Welt von normalen Menschen, sag ich mal. Oder in so, ja, normalen Wohnzimmer oder so ein Badezimmer und so weiter. Und ich liebe das einfach, wenn du so eine kleine Figur bist in einer großen, also in einer großen Welt. So mäßig von den Verhältnissen. Dass das hier so einfach so ein Trinkglas ist für den Riesen, weißt du? Aber wir sind halt einfach so groß wie das Trinkglas. Ich liebe sowas. Ich liebe sowas. Ich musste gerade irgendwie so an Jack and the Giants denken oder sowas, falls ihr den kennt. Wie normale Kerzen aus. Mit dieser riesen Bohnenranke, wisst ihr? Geil. Obwohl, das Thema gibt's ja überall. Es gab immer eine scheiß Dragon Ball GT-Folge über so ein Szenario, wo du klein bist und bei Riesen bist. Ich lieb das aber, ich finde das einfach geil. Der Schlüssel steckt noch. Du musst ihn nur drehen. Doki. Hey, wir kennen die Zukunft. Und in der hat deine Oma uns nicht umgebracht. So läuft das nicht. Ach doch nicht? Ach so. Du drehst dir das Schicksal auf, wie du willst. Sie sagt, akzeptiere es einfach. Kleine Dinge kannst du verändern, aber das Große und Ganze steht fest. Ja, was denn jetzt nun? Ist es so oder nicht? Dann können wir doch einfach reinlaufen. Was sieht da eh nichts aus? Weil sie es nicht sind. Ganz komisch. Also die drehen sich das auf, also die dreht sich das auf, wie sie will, ne? Das ist ja ganz, ganz komisch. Hab's. Okay, ich würde aber sagen, hier ist ein ganz guter Moment aufzuhören. Oder was sagst du, Loki? Atreus? Junge? Er reagiert aber nicht. Keine Ahnung, was los ist mit dem. Wir hören uns beim nächsten Mal. Like den Scheiß hier. Haut rein.